Hundertprozentige Frischpflanzenkosmetik von der Firma Argensolus Bern. Herzlich willkommen, ich bin Nadia Python, Kosmetikexpertin im Bereich Inhaltsstoff. Auf meinem Kanal dreht sich alles ums Thema echte Naturkosmetik, Inhaltsstoff und Hautpflege. Wenn dir die Themen gefallen, abonniere meinen Kanal und klick Glocke, dass du kein Video verpasst. Hundertprozentige biologische Frischpflanzenkosmetik von der Firma Argensol. Einfach eine Wohltat für jede Haut. Also wirklich für jede ist etwas Passendes dabei. Es ist Bio- und Spektra zertifiziert. Es hat ausschließlich kaltgepresste Bioöle enthalten und kein einziger Stoff ist synthetisch oder naturidentisch oder wie auch immer. Also naturidentisch ist ebenfalls synthetisch, so als Nebeninfo. Genau. Also fangen wir mal an. Ich stelle euch jetzt die Produkte vor. Zwischendrin erzähle ich euch mal etwas. Und genau. Also fangen wir an mit der Hanfcreme von der Frischpflanzenkosmetik Argensol. Da hat es drin Hamamelis-Hydrolat, Hanföl, Lindenblütenhydrolat, Aprikosenkernöl, Aloe Vera Gel, Sheabutter, Kokosfett und ätherisches Rosenholzöl. Ganz wichtig, Hanföl ist super geeignet für eine Haut, die aus dem Gleichgewicht gehalten ist, sehr regenerationsfördernd, also es regeneriert, tut sehr gut Zellen regenerieren, also ist wirklich eine super gute, ich kann auch sagen, Anti-Aging-Creme gefällt mir nicht so den Ausdruck, aber es tut natürlich sehr gut regenerieren, also kann es natürlich auch sehr gut sein gegen Falten. Genau. Dann Zaubernuss-Creme. Die hat drin Hamamelis-Hydrolat, Jojobaöl, Ringelblumentinktur, Traubenkernöl, Kokosfett, Shea-Butter, Mayonstärke und Agar-Agar. Die man sieht, sehr, sehr puristisch auch gehalten. Super, also eine super Creme für empfindliche Haut. Auch für reife Haut sehr gut geeignet. Also die Cremes sind wirklich sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Wichtig, das ist ein Mironglas, also das ist so leicht violett, das sieht man jetzt hier nicht. Das hat eine konservierende Wirkung aufs Produkt, also das ist wirklich auch nachgewiesen, das ist wirklich unglaublich. Und die Döschen könnt ihr zurückbringen, also könnt ihr mir zurückbringen. Die werden wieder verwendet, ganz spannend. Dann haben wir hier das Vitalserum. Das enthält Himbeersamenöl, Haferöl, Arganöl, Lavendelhydrolat, Zitronenmelisshydrolat. Also ihr seht, also wirklich jeder Inhaltsstoff ist ein Wirkstoff. Es ist unglaublich wirkungsvoll und also es ist wirklich so eine, wie kann man sagen, so ein Vitaminpaket für jede Haut. Das sind wirklich Himbeersamen, Haferöl, Arganöl. Das sind wirklich sehr intensive Öl, sehr wirkungsame Öl und also das ist wirklich eure Haut wird sich definitiv freuen. Wichtig, dass die Produkte könnt ihr alle untereinander kombinieren, das ist überhaupt kein Problem. Das Vitalserum zum Beispiel könnte man gut auch in die Hanfcreme mischen, wenn ihr es nicht gerne habt, wenn ihr nicht gerne so viele verschiedene Pflegeschritte macht, kann man es sehr gut auch einfach in die Creme mischen. Dann haben wir das sehr das Blütenreinigungsgel, das enthält Kakaobutter, Aprikosenkernöl, Lindenblütenhydrolat, Ringelblumentinktur, Zaubernusshydrolat. Sehr gut geeignet für eine empfindliche Haut. Es ist komplett tensidfrei. Tensid verlinke ich euch da, was Tensid genau sind. Also Tensid sind eigentlich waschaktive Substanzen, die Fett lösen. Das ist jetzt ohne Tensid. Du einfach das Gesicht anfürchten und dann das in kreisende Bewegungen einmassieren und dann wieder ab mit dem feuchten Lumpen abnehmen. Das ist so eine gelige Textur, sieht man es? Ja. Und dann kann man es einfach so schön einmassieren und dann abwäschen. Also wirklich super geeignet für eine empfindliche Haut, für eine trockene Haut natürlich auch sehr gut geeignet. Wegen trockener Haut, dort empfehle ich wirklich eine Reinigung zu brauchen, die ohne Tensid auskommt, weil die Haut eh schon sehr, sehr gereizt ist und sehr fettarm ist. Also sollte man natürlich nicht noch mehr Fett wegnehmen mit Tensid, wenn sie eh schon sehr trocken ist. Dann haben wir das Feuchtigkeitsgel. Das Feuchtigkeitsgel enthält Zaubernusshydrolat, Kokosöl, Borage-Öl, Agar-Agar, ätherisches Koriander. Koriander ist sehr gut, wenn man Schwellige hat, also morgen, vielleicht kennt ihr das, wenn man morgen aufsteht und so, bumm, so geschwollene Augen. Und dann ist das wirklich super geeignet wegen Koriander, dass du die Schwellige dann auch reduzieren. Das kann man natürlich auch als zusätzlicher Feuchtigkeitsspender brauchen, zum Beispiel in der Creme mischen oder mit dem Serum vermischen, ist auch sehr angenehm, dass es dann gleich nicht zu reichhaltig ist, also nicht zu sozusagen zu fettig ist. Das ist auch ein wirklich sehr angenehmes Gel. Genau, also schmeckt auch fein. Also wirklich auch wieder
Genau. Und also als Nebeninfo, ätherische Öle sind hochwirksame Wirkstoffe. Also das ist einfach ein absoluter Traum für jede Haut. Das ist wirklich ein hochwirksamer Wirkstoff. Ein ätherisches Öl, wichtig, ein synthetischer Duftstoff und ätherische Öle sind komplett unterschiedliche Sachen. Synthetische Duftstoffe werden auch naturidentisch genannt und das ist wirklich einfach synthetisch. Das ist einfach ein so ein bisschen, muss sagen, sehr, sehr irreführend, einfach als Nebeninfo. Dann Rosentonic haben wir auch noch. Das Tonic ist zum Klären da, das heisst, nicht zuerst das Gesicht reinigen und nachher nimmt man ein Wattepad oder ein Baumwollpad, wie man es halt gern mag, und tut sich nach der Reinigung das Gesicht, tut man das aufs Wattepad oder wie auch immer und tut sich das Gesicht nochmal klären. Sehr beruhigend. Und ja, es tut halt wirklich auch noch meistens, wenn man halt Make-up verwendet, noch ein bisschen überschüssigen Dreck entfernen, dass jetzt drin Rosenblütenhydrolat, Lindenblüthydrolat, Aloe Vera-Tinktur, Ringelblumentinktur, auch sehr feuchtigkeitsspendend und eben beruhigend. Gut. Dann haben wir auch noch ein gutes, super gutes feuchtigkeitsspendendes Produkt, ist Anti-Stress-Fluid. Das hat jetzt drin Granatapfelkernöl, Arganöl, Himbeersamenöl, Kakaobutter, Aloe Vera-Tinktur, Kornblütenhydrolat, Zaubernusshydrolat, Johanniskernmehl und ätherisches Karottensamen und Grapefruit. Schmeckt sehr fein. Also ich brauche das viel, wenn ich jetzt unterwegs bin, um mich einfach nochmal auffrischen. Das mache ich sehr gerne, weil das so ein richtiger Feuchtigkeitsboost ist. Von der Textur auch sehr leicht, aber dennoch sehr feuchtigkeitsspendend. Also wirklich und zieht super schnell ein. Gut. Dann haben wir noch die Rosencreme. Die enthält Jojobaöl, Traubenkernöl, Rosenöl, Kokosfett, Majoranstärke, Shea-Butter, Rosenblütenhydrolat, Ringelblumentinktur, Agar-Agar und ätherisches Rosenöl. Ganz wichtig, die Firma Agensol tut speziell für mich, also für Beauty Python, für meinen Online-Shop und für mein Ladengeschäft, Produkt ohne Glycerin herstellen. Genau. Weil ich auch nicht, also in keinem von den Produkten, die ich auf meinem Online-Shop verkaufe, hat es Glycerin drin. Gut. Dann, zu guter Schluss, haben wir noch das Granatapfelserum. Wie ihr wisst, Granatapfel, also wie viele wissen, ist Granatapfelkernöl sehr, sehr ein hochwertiges Öl, sehr ein wirkungsvolles Öl. Da ist wirklich Hauptbestandteil ist Granatapfelkernöl, Nachtkerzöl, Arganöl und Wildrosenöl. Also es sind alles sehr, sehr hochwertige Wirköl, würde ich sagen. Ätherisches Öl, Geranium, Rosenholz und Zitrone, schmeckt auch sehr fein. Für Ölliebhaber super geeignet oder halt auch natürlich zum Kombinieren in eine Creme kann man es natürlich auch. Gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare oder das E-Mail. Und dann wünsche ich euch einen ganz schönen Tag. Eure Nadja. Ciao, ciao.